Erklär mir doch erstmal, was ist eine Blockiergebühr? Eine Blockiergebühr ist dafür gedacht, dass wenn Elektrofahrzeuge an Ladestationen fertig sind mit dem Laden, die Fahrer dazu zu animieren, den Ladeplatz wieder frei zu machen und somit anderen das Laden zu ermöglichen. Nicht wie dieses Fahrzeug hier, das sieht man an der blauen Lampe, das lädt gerade, aber es soll quasi die Fluktuation innerhalb der öffentlichen Ladeinfrastruktur erhöhen und somit auch gewährleisten, dass mehr Leute ihr Fahrzeug laden können. Doch warum bin ich jetzt gegen eine Blockiergebühr, wenn ich doch selber Laternenparker bin und eigentlich ja direkt von blockierten Ladesäulen betroffen bin? Das heißt, ich bin ja angewiesen auf 100% öffentliche Ladeinfrastruktur. Hier muss man differenzieren. Ich bin nicht per se gegen eine Blockiergebühr, sondern ich bin gegen eine Blockiergebühr, die seitens des MSP erhoben wird. Das heißt also des Mobility Service Providers. Ich bin dafür, und das werde ich heute erklären, warum eine Blockiergebühr nur Sinn macht, wenn sie standortabhängig vom Betreiber der Ladesäule oder von der Stadt erhoben wurde. Nehmen wir dieses Beispiel. Das ist unweit meines Wohnortes. Das ist am Lützowplatz hier in Berlin. Das ist eine relativ stark frequentierte Gegend, aber hier gibt es sehr viele Wohnungen. Und hier hat zum Beispiel die Stadt überlegt, wir machen hier eine Ladesäule hin, okay, aber wir begrenzen die Parkdauer tagsüber auf maximal 4 Stunden und nachts unbegrenzt. Das bedeutet, wir wollen es tagsüber ermöglichen, dass hier Leute ihr Elektrofahrzeug aufladen können, wollen diese Zeit aber begrenzen, sodass sie nicht den ganzen Tag hier parken und anderen das Laden nicht ermöglicht wird. Nachts wollen wir aber den Anwohnern es ermöglichen, hier ihr Auto beschwerdefrei aufladen zu können. Und deshalb die unbegrenzte Zeit zwischen 18 und 8 Uhr. Hamburg macht etwas Ähnliches. Meines Wissens nach ist es in Hamburg, sind es tagsüber 2 Stunden und zwischen 20 und 8 Uhr. Berichtigt mich, schreibt es unten in die Kommentare, ist dann die Ladezeit unbegrenzt. Das macht aus meiner Sicht auch Sinn, gerade im innerstädtischen Bereich. Gehen wir doch aber mal dahin, wo es keinen Sinn macht. Bei solchen Kandidaten bringt eine Blockiergebühr seitens des MSP, also Mobility Service Provider, sprich ENBW oder Maingau, rein gar nichts. Denn wenn das Elektrofahrzeug nicht logisch mit der Ladestation verbunden wurde oder ein Ladevorgang gestartet wurde, dann macht das rein gar keinen Unterschied, weil der MSP den Fahrzeugnutzer logischerweise nicht zuordnen kann. Gegebenenfalls vielleicht nicht mal in seiner Datenbank als Kunde hinterlegt hat. Gleiches gilt für Verbrenner, die nur vor Ladestationen stehen und logischerweise nicht an der Ladestation angeschlossen sind. Aber hier haben wir auch eine Ladestation, die tagsüber auf 4 Stunden begrenzt ist. Und hier ist direkt, man hört es wahrscheinlich im Hintergrund, das wilde Treiben des Kuhdamms. Und hier macht natürlich eine solche Beschränkung Sinn. Und hier würde auch eine Blockiergebühr Sinn machen. Aus meiner Sicht könnten es hier sogar wie in Hamburg eher 2 Stunden sein, wobei 4 Stunden wieder den Arbeitern hier in den Büros entgegenkommt. Wenn sie zu Hause keine Lademöglichkeit haben, können sie hier ihre Fahrzeuge sozusagen während der ersten Hälfte des Tages laden und können dann in der Mittagspause kurz umparken. Das wäre eine Möglichkeit, wobei dann wieder die Frage kommen würde, muss man zwingend mit dem Auto in die Innenstadt bis zum Kuhdamm vorfahren. Darüber kann man natürlich gerne wieder streiten. Das ist jetzt aber, wie gesagt, für die Blockiergebühr erstmal nebensächlich. Jetzt werden einige sagen, ja, was, ein Tesla macht doch auch eine Blockiergebühr. Ja, das machen sie, aber an ihren Superchargern. Das bedeutet, an ihren Superchargern, das sind die Schnellladesäulen an den Autobahnen, dort wollen sie vermeiden, dass sich jemand an den Supercharger hängt und meinetwegen über Nacht ins Hotel geht schlafen und das Auto ist nach einer Stunde voll und hat dann plötzlich und hängt dann vielleicht nochmal 7 Stunden oder 8 Stunden an den Supercharger dran und blockiert diesen. Deshalb haben diese eine Blockiergebühr eingeführt. Tesla hat aber auch einen ganz wichtigen oder einen ganz entscheidenden Hintergrund. Und zwar sind die Blockiergebühren an den Superchargern, diese können berechnet werden, solange das Fahrzeug quasi eine logische Verbindung hat. Und Tesla kennt seine Supercharger. Das heißt, Hardware und Software kommen von einem Hersteller. Einen entscheidenden Unterschied, den ENBW und Maingau nicht haben, ist, sie können nicht kontrollieren, lädt das Fahrzeug noch oder lädt es nicht mehr.
Das wäre theoretisch möglich mit der Norm ISO 15118, aber wird derzeit noch in den wenigsten Ladesäulen angewendet oder auch mit den wenigsten Betreiber benutzen dies. Das hat zur Folge, dass sie es also nicht live überwachen können, ob das Fahrzeug noch lädt. Das wiederum bedeutet, ladet ihr 4 Stunden 30 an einer Ladesäule mit EnBW oder Maingau, werdet ihr trotzdem eine Blockiergebühr bezahlen, auch wenn euer Fahrzeug noch lädt. Und das bei immer weiter steigenden Akkukapazitäten. Außerdem gibt es dann noch den Umstand über Nacht. Die Blockiergebühr, weder bei Maingau noch bei EnBW, sieht aktuell eine Nachtkomponente vor. Das heißt also, für Anwohner in den Städten, für die diese Schilder oder die Beschilderung so gewählt wurde, dass sie eben nachts unbegrenzt ist, für die gibt es keine Alternative, hier irgendwie länger zu laden. Das bedeutet, wenn ihr euer Fahrzeug abends nach Hause kommt und um 20 Uhr anschließt, müsstet ihr um 24 Uhr, also um Mitternacht, den Ladevorgang unterbrechen und neu starten oder das Fahrzeug umparken. Das ist wenig praktikabel, und ob das der breiten Masse zum Durchdringen der Elektromobilität verhilft, das wage ich doch stark zu bezweifeln. Zumal immer noch, und das wiederhole ich gerne gebetsmühlenartig, der Großteil der Deutschen nun mal in urbanen Räumen lebt, das heißt in Städten und zur Miete. Und natürlich sind aktuell noch ein Großteil der Elektroautofahrer Eigenheimbesitzer. Doch auch diverse Eigenheimbesitzer haben keinen eigenen Stellplatz oder keine eigene Lademöglichkeit. Auch diese sind auf öffentliche Ladeinfrastruktur angewiesen. Und auch für diese dann der Umstieg auf Elektromobilität attraktiv ist, das ist die nächste Frage. Jetzt haben wir verschiedene Ladesäulen gesehen und haben gesehen, naja, also zumindest in Berlin, die Höchstparkdauer deckt sich so mit der Höchstladedauer, und da wäre ja eigentlich gar kein Problem. Gut, nachts, das ist halt ein Problem. Der Mieter kann halt nicht die Nacht durchschlafen und einfach an der Ladesäule laden. Er muss sich dann wieder einen Anbieter suchen, der keine Höchstladedauer sozusagen berechnet. Und da EnBW nach Maingau bereits der zweite Anbieter ist, der diesen Weg geht, finde ich es äußerst bedenklich. Denn wenn nun andere Anbieter nachziehen und Ähnliches machen, weil Ordnungsbehörden, Städte, Kommunen es nicht hinbekommen, die Ladesäulen entsprechend zu kontrollieren und freizuhalten oder eine entsprechende Vielzahl an Lademöglichkeiten zu bieten, damit eine einzelne, vielleicht etwas länger blockierte Ladesäule nicht mehr das große Problem darstellt, dann haben Mieter, die keinen eigenen Stellplatz haben oder vielleicht auch gar nicht das Geld haben, sich an einem Stellplatz eine Lademöglichkeit zu schaffen. Ich gebe hier nur mal zu bedenken, nehmen wir die neuen E-Up oder CityGo E oder Mi Electric. Das sind Kleinstfahrzeuge, die dank der Förderung unfassbar günstig sind. Und es gibt sicherlich auch Menschen, die eben finanziell nicht so stark sind. Und gerade für die sollte ein Elektrofahrzeug attraktiver sein als ein Verbrenner. Wenn diese aber dann mangels eigener Lademöglichkeit zu Hause auf eine öffentliche Ladeinfrastruktur angewiesen sind und diese ihnen dann vom MSP, also vom Mobility Service Provider, noch nicht mal dem Betreiber der Ladesäule oder der Stadt die Ladedauer sozusagen begrenzt wird, obwohl es dafür vielleicht gar keinen Anhaltspunkt gibt, dann ist das leider der E-Mobilität gegenüber nicht förderlich. Und das führt mich zu dieser Ladesäule, wo ich hier bin. Ich bin hier am S-Bahnhof Großbeeren und ich zeige euch mal, was hier ist. Hier ist außer einem Bahnhof nichts.
Die, die unseren Kanal schon länger verfolgen, die kennen diese Ladesäule bereits. Wir hatten hier schon mal eine kleine Party gemacht. Aber heute geht es halt um die Art und Weise dieser Ladesäule. Und ihr seht schon, da ist keine zeitliche Beschränkung. Warum ist hier keine zeitliche Beschränkung? Weil das ein Park-and-Ride-Parkplatz ist. Der ist dafür gedacht, ich fahre beispielsweise morgens hierher, schließe mein Fahrzeug an, so wie übrigens dieser Plug-in-Hybrid. Und ihr könnt sehen, der Rest des Parkplatzes ist leer. Der hat das nicht gemacht, um sich den Parkplatz zu sichern. Ja? Komme hierher, schließe mein Fahrzeug an, kann laden, kostenpflichtig, und komme irgendwann, brauche von hier aus ungefähr eine halbe, dreiviertel Stunde, sagen wir eine Stunde, bis nach Berlin rein, bis zu meiner Arbeit, komme also dann nach 9, 10 Stunden wieder, voraussetzt ich arbeite 8 Stunden, und stöpsel dann mein Fahrzeug ab und fahre dann nach Hause. Natürlich wird mein Fahrzeug hier auch lange Zeit vielleicht nicht laden stehen. Oder ich drehe die Ladeleistung runter. Aber genau dafür ist diese Lademöglichkeit gedacht. Und genau hier ist der Ansatz, dass der MSP eine Höchstladedauer vorschreibt, absolut grotesk. Denn es ist niemandem zuzumuten, dass er von der Arbeit wieder eine Stunde irgendwie in seiner Mittagspause, das würde er zeitlich gar nicht schaffen, aber hier wieder herkommt, um abzustöpseln. Die Quintessenz daraus ist, dass diese Lademöglichkeiten, die ja eigentlich das darstellen, was wir haben wollen, und zwar weniger Autos in der Innenstadt, die Leute sollen ihr Fahrzeug auf einem Park-and-Ride-Parkplatz abstellen und sollen mit der Bahn, mit den Öffentlichen, mit dem Bus in die Stadt fahren. Und so könnte hier draußen das Fahrzeug laden und würde niemanden stören. Aber die Quintessenz daraus ist, dass die Leute wahrscheinlich wieder mit ihrem Elektrofahrzeug in die Stadt fahren, nahe ihrem Arbeitsort laden, damit sie nach den 4 Stunden Zugriff auf das Fahrzeug haben, es gegebenenfalls umparken können. Und solche Ladesäulen, die eigentlich zielführend für die Verkehrswende wären, so gut wie gar nicht benutzt werden. Und deshalb, das ist wieder ein Punkt, warum mein Plädoyer ist, der MSP, sowohl Maingau als auch ENBW, sollten davon absehen, eine Blockiergebühr zu verlangen. Habt ihr in eurer Nachbarschaft eine häufig blockierte Ladestation, dann sei euch gesagt, solange das Fahrzeug lädt, ist sie nicht blockiert. Wer lädt, der lädt. Ist es immer wieder das gleiche Fahrzeug, dann seid froh darüber. Ist es immer wieder ein Plug-in-Hybrid, der dort lädt, dann seid froh darüber, über jeden elektrischen Kilometer, den das Fahrzeug fährt. Lädt das Fahrzeug nicht, verständigt die Ordnungsbehörden. Und je häufiger ihr die Ordnungsbehörden verständigt, das ist es, was wir machen müssen. Denen klar machen, dass sie hier dem nachgehen müssen, dass sie es entsprechend kontrollieren müssen, ahnden müssen. Anfangs vielleicht mit einem Bußgeld, später mit Abschleppen. Eine alternative Möglichkeit wäre auch noch diese Park-Pilot-Sensoren. Also quasi auf den Parkplätzen Sensoren anzubringen, die entsprechend, wie bei Supermarktparkplätzen, melden, wie lange steht denn dort ein Fahrzeug. Und gegebenenfalls, wenn ich innerstädtisch bin, das wird am Straßenrand schwer realisierbar sein, aber wenn ich innerstädtisch bin und ich habe Parkplätze an Ladepunkten, dass ich registrieren kann, aha, hier steht ein Fahrzeug, das lädt aber gerade nicht, dann eine Meldung automatisiert an die Ordnungsbehörden weitergeben kann. Gleiches gilt, wenn eine Ladung beendet ist und eine gewisse Karenzzeit abgelaufen ist. Dann kann durchaus der Betreiber eine Meldung an die Ordnungsbehörden geben. Hierfür muss es eine entsprechende Schnittstelle geben, damit das realisiert werden kann. Aber pauschal zu sagen, du darfst nicht länger als 4 Stunden laden, ist nicht zielführend für eine flächendeckende Verbreitung der Elektromobilität. Denn man mag mich vielleicht nicht verstehen, weil aktuell ein Großteil der Elektroautofahrer Eigenheimbesitzer sind mit eigener Ladeinfrastruktur. Doch, wie gesagt, urbaner Raum
Ein Großteil der Deutschen lebt im urbanen Raum. Und urbaner Raum, zeige ich euch auch mal, heißt nicht unbedingt die Berliner Innenstadt am Kurfürstendamm, wo ich gar nicht ein Auto brauche, sondern heißt auch Vororte, die inner, quasi im Ortskern und trotzdem auf dem Land leben oder ländlich leben. Und deshalb ist es halt so wichtig, dass wir eine anständige Ladeinfrastruktur bekommen, die praxisorientiert ist. Natürlich ist mir der Beweggrund von ENBW bewusst. Sie haben Angst, dass wir nicht genügend Ladepunkte für die bestehenden und noch kommenden Elektrofahrzeuge haben. Und sie geben damit sozusagen dem Wunsch der Nutzer nach, die melden, dass es hierbei immer wieder zu blockierten Ladepunkten kommt. Doch es ist nicht Aufgabe des MSP, also Mobility Service Providers, also Ladekartenanbieter und Abrechner sozusagen, für eine freie Ladesäule zu sorgen. Das ist die Aufgabe der jeweiligen Ordnungsbehörden, der Länder, Kommunen, Städte, Gemeinden oder Ladesäulenbetreiber, Privatgrundbesitzer etc. pp. Denn ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video zeigen, welche Anwendungsfälle, welche Personengruppen wir alles ausschließen oder stark behindern, wenn es darum geht, eine Blockiergebühr pauschal ab 4 Stunden, 2 Stunden, was auch immer, zu verlangen, die keine zeitliche Komponente hat, sodass sie das Nachtsladen ermöglicht. Dann haben wir immer noch das Problem mit den Park-and-Ride-Parkplätzen, wo wir eigentlich wollen, dass möglichst viele Leute hier ihr Fahrzeug abstellen und mit der Bahn in die Stadt fahren. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie seht ihr das Ganze? Bleibt bitte schön sachlich. Wie ist eure Situation? Könnt ihr zu Hause laden? Ladet ihr häufig innerstädtisch an öffentlicher Ladeinfrastruktur oder auf Park-and-Ride-Parkplätzen? Wie sieht das aus bei euch? Was wünscht ihr euch? Immer rein in die Kommentare und lasst uns gerne darüber diskutieren. Das war meine Meinung zu diesem Thema. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wenn ihr mehr von uns sehen wollt, dann denkt dran, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. In diesem Sinne, danke, ciao.